Herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter World mit Arezu. Ich bin Arezu und wir haben eine Quest. Wir sollen nämlich zur Wildhütnis gehen und da gehen wir auch gleich hin, sobald ich kontrolliert habe. Ja, okay, die Taschen sind relativ leer. Das ist gut. Und wir holen uns noch ein paar Blitzkäfer ab. So, ernten. Vier Käferchen. Muss reichen. Ich meine, ich könnte mir noch welche aus dem Vorrat nehmen, aber das geht schon, denke ich. Wir können ja unterwegs immer noch welche einsammeln. So, wir Tümödnis. Und wir starten. Was bedeuten die Zahlen? Südwestliches Lager. Elementwiderstand. Wenn du deinen Widerstand gegenüber Elementen steigerst, werden ihre Pest- und anormalen Statuseffekte verringert. Und es ist sogar möglich, sie komplett aufzuheben. Gut zu wissen. Das dauert ja. So. Schon etwas her, dass wir das zuletzt gemacht haben, was? Willst du dich erst einmal umsehen? Ja, ist wahrscheinlich gar nicht schlecht. Wo wir schon einmal hier sind, können wir auch das bewaldete Gebiet der Ödnis erkunden. Es gibt hier ein bewaldetes Gebiet? Ich meine, es gibt die Sümpfe, aber Wald? Gut, also einfach ein bisschen rumlaufen, gucken, was wir so finden. Das werden wir ja wohl hinkriegen. Hoffe ich. Also sie hat gesagt, wir sollen uns das Bewaldete angucken. Ich nehme an, sie meint die Sümpfe, also gehen wir da mal hin. Ja, okay. Ist im Prinzip das gleiche wie Steine, die Dingsdasse. Die Rotkerne. Also da oben. Ich habe mich gefragt, wo der Kaijukäfer hier ist. Und zurück. Der ist, um von unten nach oben zu kommen, nehme ich an. Was haben wir denn hier? Ein roter Förderplatz? Seelenkernerz, ein wertvolles mit... Okay, müssen wir uns später nochmal durchlesen. Aber das ist tatsächlich neu. Und hier nehmen wir noch das Netz mit. Den Käfer nehmen wir noch mit. So. Damit haben wir noch eine Feldforschung abgeschlossen. Wunderbar. So, Schleuderfackeln auch immer schön. Honig könnte sein, dass wir da einen Beutezug drin haben. Nee, aber wir brauchen auch Megatränke. Das heißt, das ist auch gut. Gegengiftkraut, auch immer schön. Puke-Puke-Spuren. Hey, das ist eine Ratian-Fährte. Moment mal, was? Das kann nicht sein. Irgendwas stimmt nicht. Wieso? Gibt es hier keine Ratian? Doch, hier gibt es doch eine Ratian. Das ist normal. Denke ich. Sieh dir mal diese Fährte an. Welche genau? Hier sind ganz viele Fährten. Hallo. Oh, Moment mal, die greifen mich an. Ich hätte gedacht, das sind wieder Leute, mit denen Arisiana reden darf. Warum nehmen wir denn so viel Schaden? Die Dinger sind stärker, als sie aussehen. Was jetzt auch nicht so schwierig ist, weil sie verdammt schwach aussehen, aber... Okay, hat sich verkrochen. Und der steht noch. Na.
Ach Gott. Arisiana, Hilfe? Au! Danke, Arisiana. Ich muss tatsächlich gegen die Viecher einen Trank nehmen. So, das dürfte den aber erledigen. Oder auch nicht. Okay, doch, der ist erledigt. Gaia-Laka-Material. Okay, eine erste Hilfe haben wir damit bekommen. Und eine simple Ration. Die erste Hilfe benutzen wir einfach mal. So, und hier sammeln wir noch ein paar Knochen. Okay, da haben wir nichts Gutes bekommen. Ein Puke Puke? Was zur neuen Welt macht der hier? Gut, bei Pukes weiß ich nicht, ob die vorher hier waren. Aber die Förderplätze, die neuen, liegt das einfach... Drachenaderkristall, neu entdecktes Material aus hochrangigen Gebieten. Viele denken, es läuft eine neue Metallarbeit-Ära ein. Eventuell eben, weil der Musora Magdaros hier explodiert ist und die ganze Lebensenergie rumgeströmt ist. Etwas in der Eierart wurde ja gesagt. Radian-Spuren nehmen wir noch mit. Sollte ich jetzt irgendwas direkt suchen? Also, sie hat jetzt nur gesagt, guck dir mal die Spuren an, aber nicht folge den Spuren. Also mache ich das einfach mal nicht. Da oben bekommen wir tatsächlich Verbündete. Und während Arisiana mit denen redet, sammle ich mal den Pilz ein. Und dort hinten noch den normalen Förderplatz. Kabalit-Erz kannte ich auch noch nicht. Nova-Kristall, ein hochrangiger Lichtkristall, dessen Seltenheit ihn sehr begehrt macht, nur für feinste Metallarbeiten. Also, wir bekommen auf einmal sehr viel neues Zeug. Was gut sein könnte für unsere ganze Ausrüstung. Okay, zu den Diablo-Spuren sagt sie nichts Neues. Nochmal auf müssen wir hier nicht untersuchen. Da, den Pilz nehmen wir noch mit, weil wir die Forschung dafür haben. Den Beutezug. Oh, abgeschlossen? Okay. Dann greifen wir uns trotzdem im Vorbeilaufen noch welche. Hier fördern wir noch ein bisschen. Da unten haben wir wieder das... Neue. On top. Drachenit und Drachenader Zeug. Da ist der Diablos. Ich bin nicht auf einen Kampf mit einem Diablos vorbereitet. So. Oh oh. Gar kein Problem, der wird mir schon nicht folgen, ne? Oh verdammt, ich bin in seiner Höhle. Das ist ein kleines Problem. Ah, okay, er macht nichts. Also von dem Kabalit bekommen wir jetzt gleich einen ganzen Haufen. Vorsichtig am Diablos vorbei. Ich war nicht vorsichtig genug. Aber das ist auf jeden Fall etwas, das ich auch noch machen sollte. Den Kampf gegen den Diablos etwas verbessern. Also ab und zu mal trainieren.
Und ein, zweimal werde ich das auch noch aufnehmen, bis ich eben gut genug drin habe. Ein Odogaron sollte ich auf jeden Fall auch noch mal jagen. Gegen die habe ich ja auch nur einmal gekämpft, glaube ich. Achso, der ist weiterhin unten. Das heißt, hier können wir problemlos langlaufen. Also, wo waren wir? Wir sind hier lang gegangen. Vielleicht sollten wir zum Puke Puke gehen einfach mal. Der ist ja was Besonderes hier. Wie markiere ich doch gleich so? Und falls wir unterwegs was anderes Interessantes noch finden, dann wird uns schon Bescheid gegeben werden, dass wir uns darum kümmern sollen. Ich esse mal was nebenbei hier, eine simple Ration. Und ein gebratenes Steak. Ich glaube, ich hätte nur das Steak gebraucht, um auf volle Gesundheit zu kommen, volle Ausdauer zu kommen. Das die spüre das Monster auf. Quest, die dort jetzt eben dran stand, ist glaube ich auch nur, weil wir das markiert haben. Also keine Quest in dem Sinne. Okay, den Puke habe ich gefunden. Es ist ein Puke-Puke, aber er verhält sich merkwürdig. Was ist hier los? Ich habe keine Ahnung, ob ich die richtigen Waffen dafür bei habe und ich habe ewig nicht gegen den Puke gekämpft. Aber wird schon alles gut laufen. Wenn du meinst, du schaffst es nicht, ihn zu erlegen, lass uns abbrechen und zurückgehen. Ach komm, das schaffen wir doch. Waren es Schwanz und Beute, die man kaputt machen kann, ne? Um ihn zu schwächen. Der Beute am Kopf, damit er kein Gift mehr spucken kann und... Obwohl, ich glaube, es ist wirklich nur der Beute hier vorne. Den Schwanz kann man auch abschlagen, aber ich glaube, das bringt nicht so viel. Wir haben doch gerade erst angefangen zu kämpfen, also bitte. Wo sind meine Blitzkapseln? Moment mal, erstmal schießen wir ein paar Fackelkapseln, so. Ah, deswegen der Schwanz. Okay, doch. Gut gemacht, Arisiana. Sehr gut, der ist erledigt. Bleibt noch der Beute am Kopf. Uiuiui. Wir haben auf jeden Fall ein paar Gegengifte, das weiß ich. Ich habe vorhin nämlich Gegengiftkraut eingesammelt. Au. Zeit für einen kleinen Trank. Und er rennt weg, okay. So, wunderbar. Läuft doch bisher ganz gut. Wettstein, ja, benutzen wir. Wenn wir schon gerade nicht im Kampf sind. Da haben wir die Blitzkapseln. Muss ich genau hin? Da haben wir die Spur. Doch nicht, das ist eine Barottspur. Da sind die Käfer. Nebenbei noch mal einen Pilz eingesammelt. Hier noch ein paar Tränke. Und ich habe ihn gefunden.
Der Diablos ist hier gerade nicht, das ist gut. Beweg dich mal bitte so, dass ich auch sehe, wo du hingehst. Hoppala. Oh, danke, Arisiana. Ja, da hätte ich den Trank nicht benutzen müssen. Aua. Aua. Und direkt der nächste Trank. Eventuell sollte ich mir doch mal diese lebenserhöhenden Maßnahmen angucken, diese Vitalitätspillen oder wie die heißen. Ups. Oh oh. Damit könnten wir jetzt versehentlich den Diablos angelockt haben. War das der Beutel? Nee. Ich glaube, ich habe ihm seine Federn ein bisschen angekratzt. Na, ich will die Vespa auch direkt nehmen. So. War vielleicht noch nicht das beste Timing, aber dadurch, dass er hier gerade eh rumlag und ich da war. Das war knapp. Ah, ich wollte das jetzt einsammeln, aber das wäre doof, während wir hier gerade noch im Kampf sind. So gut läuft der Kampf jetzt auch nicht, dass ich das machen könnte. Ich weiß nicht, ob es sinnvoller wäre, von der anderen Seite aus anzugreifen, um den Beutel besser zu treffen. Oh, ich denke, ich könnte ihn erledigt haben schon. Also den Beutel, nicht den Fuke. Hallo Diablos. Für uns nichts. Ich verspreche auch demnächst leiser zu sein. Ich hätte die Dunkkapsel mal einsammeln sollen von vorhin. Habe ich eventuell welche bei? Nein. Stechkapsel, schön. So, der Diablos nimmt mir ein klein bisschen von meiner Arbeit ab. Leider steht er auch ein klein bisschen in meinem Weg rum. Eine Wüfernträne, sehr schön. Okay, Puck. Was? Ah. Ich habe keine Ahnung, wie viel Leben ich gerade noch hatte. Eventuell war das... Den Rater das gerade oder was ist das direkt an meiner Position? Achso, das ist der Diablos, okay. Nach unten will ich eigentlich gar nicht müssen. Oh, warte, Moment. Hier nehmen wir noch schnell was mit.
So, nach oben geht's da lang. Ha! Ich kenne mich aus. Hoffe ich. Eventuell laufe ich auch in die falsche Richtung. Dann. Wir haben ein paar Stechkapseln für die nächste Begegnung mit dem Puke auf jeden Fall. Und natürlich möchte ich das ganze Zeug noch einsammeln. Was mich eben ja schon mein Leben gekostet hat, aber mir geht es ja inzwischen wieder besser. Verdammt, der ist noch da. Okay, kein Problem, wir können den Puke erledigen und dann später dahin zurückgehen. Das heißt, wir folgen einfach mal den Käfern. Und wenn wir unterwegs nochmal Dungen sehen, dann nehmen wir das einfach mit. Kräuter werden mitgenommen, Honig wird mitgenommen, dann haben wir noch ein paar Megatränke mehr. Ja, der ist schon ziemlich fertig, wie es aussieht. Die schon wieder. Oh, okay, der zuckt ganz schön zurück. Frag mich, ob man dem die Zunge abschlagen kann. Auf jeden Fall rennt er wieder weg. Das passt mir ganz gut, weil ich mich mit denen da nicht anlegen möchte. Ah, verdammt. Hat eine Weile gedauert, das Gegengift zu nehmen. Da haben wir wieder was gebrochen. Sehr schön. Oh, 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 oh. Ah, sehr gut. Okay. Wir sollten zurückgehen und dem Kommandanten Bericht erstatten. Machen wir demnächst. Ich muss noch Zeug einsammeln. Aber das geht. Ging doch. Puke, Puke, Flügel. Material durch das Brechen der Flügel erhalten. Ja. Ich reagiere immer zu langsam, wenn ich sehe, dass da was Neues kommt. Aber was Neues ist. So, nochmal. Nochmal Puke, Puke, Flügel. Okay. Gut, der Diablos ist jetzt hier. Wir wollen dahin. Da haben wir nochmal ein bisschen. Ja, da haben wir erstmal nochmal diese neue, den neuen Förderplatz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir davon einen Haufen brauchen werden demnächst. So. Der stapft gerade zurück, das gefällt mir nicht. Sehe ich jetzt hier nicht. Eventuell geht er nach unten. Das wäre natürlich sehr schön. Und wenn nicht, hoffe ich einfach, dass ich schnell genug bin, um mir mein Zeug noch da zu holen. Hier sind Barot-Spuren. Das war nicht, was ich suchte. Noch mehr Spuren. Haben wir eventuell schon alles eingesammelt? Mit letzter Kraft, als wir durchstochen wurden vom Diablos. Ich glaube, es war der Diablos, der uns besiegt hat. Aber ich habe ja, wie gesagt, das Leben überhaupt nicht im Blick gehabt. Eventuell hatte ich einfach nur noch so ein bisschen, dass auch der Puke mich erledigen konnte. Okay, ich sehe da jetzt nichts mehr. Also würde ich sagen, ab nach Hause. Nova Kristall, warum hat er jetzt so lange dort festgesteckt in der Animation? Da hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass da irgendwas Besonderes noch kommt.
Schädigter Ameisenhügel. Hier sind nochmal Fußspuren. Ja, okay, ich sehe hier tatsächlich nichts. Gut, dann sammeln wir hier noch die beiden Förderplätze ein und dann geht's zurück nach Hause. So, wunderbar. Und wie funktioniert das doch gleich? So, über die Karte gehen wir zurück zum Lager. So. Man merkt vielleicht, ich habe schon wieder ein bisschen nicht gespielt. Ein paar Minuten. So, dann auf nach Hause. Pass auf! Was zur neuen Welt macht ein Puke an einem Ort wie diesem? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Besorgen wir ein paar Proben. Was meinst du, Partner? Ja, haben wir ja im Prinzip, ne? Hätte ich einfach zurückgehen sollen, als ich Puke-Federn gefunden habe oder Puke-Spuren gefunden habe und mit ihr reden, damit sie mir sagt, was ich machen soll? Ich meine, ich habe es herausgefunden, aber Puke-Puke-Beute Plus? Seltenes Puke-Puke-Material erhalten durch das Brechen seines Kopfs, verleiht Gifteigenschaften. Puke-Puke-Flügel, seltenes Puke-Material durch das Brechen der Flügel erhalten. Rückenpanzer, seltenes Puke-Material, meist als Belohnung gehalten, stabil für die Herstellung von Ausrüstung. Toxinbeute, ein Monsterorgan mit sehr starkem Griff, schon eine Berührung ist gefährlich. Und ja, die Flügel. Da ist alles Seltenheit 6. Kann doch nicht sein, dass alles von so einem Puke-Puke selten ist. Seelenkernerz, wertvolles Mineral zur Herstellung von Talisman, gibt ein warmes, sonniges Leuchten ab. Erdkristall, kristallisierte Mikroben aus der Wildturmödnis, die beim Schmieden als Schleifmittel wertgeschätzt werden. Drachenaderkristall, neu entdecktes Material aus hochrangigen Gebieten. Viele denken, es läutet eine neue Metallarbeit-Ära ein, das kennen wir schon. Kabalit, da habe ich mich unterbrochen. Ein von Förderplätzen erhaltenes Erz, es wird noch untersucht, soll aber sehr reines Metall enthalten. Gut, haben wir noch was? Erdkristall, Drachenader, Drachenit, Marit. Okay. Sehr schön. Also, wir bringen einen Haufen Zeug mit. Untersuchungsfortschritt für den Fragezeichen, 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 Ratian. Für die Fragezeichen, 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 Ratian. Entschuldigung. Gut. Vielleicht hätten wir die noch weiter untersuchen sollen. Aber das sieht dann aus, als würden die meinen, dass es etwas... Sind alle da? Gut. Dann lasst uns die Notfallsitzung des Rats eröffnen. Gut, lass mich vorher noch meinen Kommentar beenden. Das könnte dann einfach was anderes sein, dass Ratian ähnliche Spuren hat, die sie noch nicht kennt. Gut, dann lasst uns die Notfallsitzung des Rats mal öffnen. Seit wir das Geheimnis des Sora Magdaros gelüftet haben, habe ich alarmierende Nachrichten erhalten. Das Feldteam hat eine Verhaltensänderung bei den Monstern beobachtet. Sie dringen in Fremdreviere ein. Und das Schlimmste ist, dass plötzlich noch ältere und stärkere Monster aufgetaucht sind. Sie sind wesentlich stärker als die Monster, die wir gewöhnlich hier antreffen. Es wurden bereits mehrere Jäger verwundet, einige sogar schwer. Und ich glaube, die Fünfte hat noch ein paar Informationen, die sie gerne hinzufügen würde. Nö, geht schon. Jawohl, Sir. Plappertasche. Wir sind in der Wildturmödnis vor ein paar Tagen auf eine seltsame Fährte gestoßen. Meiner Meinung nach ist es die einer Ratian, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Größe und Eigenschaften passen, aber irgendetwas an ihr ist seltsam. Oh, stärkere Monster. Und jetzt könnten wir es auch noch mit einer neuen Spezies zu tun haben. Ich bezweifle, dass das alles Zufall ist. Was sollen wir also Ihrer Meinung nach tun, Kommandant? Unsere verdammte Arbeit. Wir sind eine Forschungskommission, also forscht. Und wenn wir schon dabei sind, müssen wir zwei Dinge erreichen. Erstens, wir müssen die gefährlichen Monster ausschalten. Dafür entsende ich unsere besten Teams. Sind das wir? Zweitens, wir müssen die Arbeit der Fünften wieder aufnehmen und mehr über das neue Monster erfahren. Okay, ich nehme an, das sind wir. Haltet da draußen die Augen nach Hinweisen offen. Verstanden, Sir. Wir werden Sie nicht enttäuschen. Gut, aber seid extrem vorsichtig. Diese Monster haben nichts mit den uns Bekannten gemein. Wegtreten! Woher willst du das wissen? Erstmal, die haben bestimmt einiges gemein. Zum Beispiel sind sie groß.
Tutorial, suche nach Fragezeichen, Radian-Spuren. Nimm hochrangige Expeditionen und optionale Quests an, um Fragezeichen, Radian-Spuren zu sammeln und mehr über dieses geheimnisvolle Monster herauszufinden. Sammle genug Fragezeichen, Radian-Spuren und schließe Quests ab, um Forschungspunkte zu erhalten. Hast du genügend Punkte, erstatte der ökologischen Forschungsgruppe Bericht, indem du besondere Untersuchungen auswählst. Eine Auftragsquest wird dann erstellt. Nein, das will ich noch nicht verlassen. Seit der Sora Magdaurus aufs Meer geleitet wurde, wurden mächtige Monster überall in der neuen Welt gesichtet. Nimm hochrangige Quests und Expeditionen an, um dem nachzugehen. Hochrangige Quests, Quests mit einem Rang von 6 Sternen oder höher, werden als hochrangig betrachtet. In denen, die mit einem roten Stern gekennzeichnet sind, erwarten dich besonders starke Monster. Hochrangige Expeditionen. Um zu einer hochrangigen Expedition aufzubrechen, wähle auf der Weltkarte hochrangig aus. Entdeckst du während einer hochrangigen Quest oder Expedition ein neues Monster, wird dessen optionale Quest freigeschaltet. Hochwertige Materialien gewinnst du aus furchterregenden Monstern, die dir auf hochrangigen Quests und Expeditionen begegnen. Hast du solche Materialien erlangt, statte der Schmiede einen Besuch ab. Dort kannst du aus deiner hart verdienten Beute besonders hochwertige neue Ausrüstung herstellen. Okay. Hochrangige Quests sowie hochrangige Expeditionen sind jetzt verfügbar. Sind wir jetzt etwa schon im Endgame? Nein, das wird das Midgame sein, ne? Ob nun Ratian oder nicht, wir müssen dieses Monster finden. Hör zu. Wenn ihr meint, ihr habt verdammt. Als er hört zugesagt hat. Wir müssen mehr Spuren vom geheimnisvollen Monster finden. Wir sollten alle Regionen abklappern. Du kannst dich auf eine Expedition oder eine optionale Quest begeben. Triff deine Wahl. Ja. Als er gesagt hat, hör zu, dachte ich mir, ich müsste wirklich zuhören und habe nicht gelesen, sondern eben gewartet. Hey, du bist genau der Jäger, den ich gesucht habe. Ich arbeite an einem neuen Spezialwerkzeug, aber ich brauche Hilfe bei den Materialien. Kann ich dich überreden, für mich etwas bei der Ressourcenzentrale abzuliefern? Okay. Ich habe das Versorgungslager gebeten, mir nach dem Abschluss der Quest zurückzulegen, was ich brauche. Kümmere dich bitte bei Gelegenheit darum. Auftragsforschung, Wasserabdichtung. Selbst unsere beste Ausrüstung nützt nichts mehr, wenn sie nass wird. Es wird Zeit, einen besseren Schutz vor Wasser zu entwickeln. Ein Wasserschutzmantel. Dafür brauchen wir Juratodus-Schuppe Plus und Juratodus-Flosse Plus. Okay, also Plus bedeutet einfach, es gibt, die sind ein klein bisschen stärker als sonst und geben dafür dann eben die Plus-Materialien, ja? Wie schlägt sich deine Ausrüstung? Oh, geht. Also, Fünfer, wie ist es dir ergangen? Hier ist es interessant geworden. Langsam kommen in Astera Materialien von diesen mächtigen Monstern an. Ich arbeite daran, diese Materialien in die Waffen und Ausrüstung zu integrieren, die wir hier in der Schmiede herstellen. Während du hier bist, wirf einen Blick auf den neuen Ausrüstungsbaum. Ich glaube, du wirst vielleicht positiv überrascht. Ach, und dies ist für dich. Das ist eine Dekoration. Ein Teil der Ausrüstung aus mächtigen Monstermaterialien hat Slots, wo du Dekorationen wie diese anbringen kannst. Dekorationen können deine Fähigkeiten verbessern oder sogar neu hinzufügen. Warum versuchst du es nicht einfach mal? Also, was haben wir dieses Mal zusammen? Wir bekommen ein Angriffsjuwel, okay. Ausrüstung schmieden, Waffen, Doppelklingen natürlich. So, wir haben neue Bäume auf jeden Fall bekommen. Moment mal. Bedeutet das, dass wir die hier schon haben, oder? Ne, Moment, hier braucht man einen Nova-Kristall für. Die habe ich jetzt zuerst neu bekommen. Also gut, neu ist zum Beispiel der Doppelschlitzer. Oh, der bekommt einen neuen Schärfegrad. Blau. Moment, ja, ich bin jetzt hier in Ausrüstung schmieden statt Ausrüstung verbessern. Deswegen sieht es so komisch aus. So, jetzt nochmal. Hier oben ist der Doppelschlitzer und da kommen dann noch ein paar andere. Kabali, Drachenie, Drachenader. Das ist an sich so. Nicht so schlecht. Okay, hat höheren Angriff. Moment mal, die Drachen noch einen Zwillinge haben. Achso, doch, da, Elementdrachen. Das hier. Oh, der Doppelschlitzer hat auch ein Element. Der hat Gift. Aber warum ist das Element hier grau? Muss das eventuell irgendwie freigeschaltet werden? Hoppala. Okay, gucken wir uns noch den Rest an. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Ausrufezeichen gerade weggemacht, indem ich darüber gefahren bin. Frostdolche. Charmos Plus Schuppen brauche ich dafür. Und ja, damit kommen wir auf 210 mit Eisaffinität.
Die vereidigten Degen statt. Also die vereidigten Degen plus. Dafür brauche ich Belobigung. Wo bekomme ich die denn her? Aber das dürfte auf jeden Fall besser sein als meine vereidigten Degen normal. Dann haben wir hier die Diablos-Beile. Dafür brauchen wir Monster-Spitzknochen. Die werden wir noch bekommen. Die vereidigten Degen plus haben auf jeden Fall auch die blaue Schärfe noch mit drin. Die Frostdolche auch. Also blaue Schärfe wird jetzt dort standardmäßig drin sein. In den neueren Dingen. Die Garonenbeile, dazu brauchen wir Odogaron-Zeug. Hochwertige Knochen brauchen wir dafür auch. Aber Odogaron sollte ich ja sowieso demnächst jagen. Wird eventuell Zeit. Ja, 180 Feuer und 196 Angriff. Ja, das ist immer noch recht gut. Ja, also immer noch ein recht guter Sprung dann. Das hier können wir noch nicht machen. Okay, was haben wir hier? Doppel-Kirin-Bolzen. Kirin-Donnerhorn, Kirin-Lederhaut. Was ist denn Kirin? Kennen wir die schon? Kommen mir nicht bekannt vor. Ja, wir haben auch das ganze Zeug nicht. Aber durch den Lichtkristall ist es schon einigermaßen freigeschaltet. Für die Soramagdaurus-Klingen brauchen wir noch Dinge. Nämlich Soramagdaurus-Magma. Und ja, unbekannte Dinge für den Rest. Hier haben wir tatsächlich... Wir haben Explosionsschaden und recht hohen Angriff. Affinität minus 20%. Ich weiß nicht genau, was das ist. Es hätte einen Slot. Und ein Schwarzstahlbaum ist dazugekommen. Okay, das ist ziemlich schwach. Ganz geringer Angriff. Hat keinen Slot. 90 Drachen-Dings da. Wenn die Drachenknochen-Zwillinge schon... Obwohl, wir verleihen am besten mal hier. Okay, können wir nicht. Hier steht auch nicht wie... Achso, das muss erstmal gebaut werden. Deswegen ist es wahrscheinlich so schlecht, weil es die Grundstufe ist. Schwarzstahl braucht Korallenkristall. Vielleicht können wir uns das ja kaufen einfach. Ist ja eine Grundstufe. Waffen kaufen. Doppelkling. Nee, können wir nicht. Das heißt, wir brauchen dafür noch Korallenstücke. Korallenkristalle. So, dann gucken wir uns mal an, wie das hier aussieht jetzt. Also Aufgaben. Das sind schon... Also, okay. Aufgaben kann man nicht abschließen. Nochmal abschließen. Hier fehlen uns noch ein paar. Liefere 2 Fleischklumpen, ja, okay. Spezialarena Rathalos, gut. Fange einen Odogaron, das könnten wir machen. Wie gesagt, ich will ja Odogarons auch nochmal jagen dann. Und Neudefinition des Machtpaars. Und was haben wir hier? Glubschäugiges grünes Monster für einen Puke Puke und der Puke Puke Hinterhalt nochmal ein Puke Puke. Das heißt, wir werden demnächst wohl ein paar Poké-Pokés machen, weil die optionalen Quests werde ich auf jeden Fall noch aufnehmen immer. Dann möchte ich nochmal nachgucken, wie es jetzt bei den Expeditionen aussieht. Und wenn wir uns das angeguckt haben... Oh, wir müssen auch noch mit Leuten reden. Der Miauskuläre Koch zum Beispiel möchte mit uns reden. Bist du interessiert dran, für die Kantine weitere Zutaten zu beschaffen? Das wäre was. Kümmere dich um die Quest Koch-Quest Lieferung inbegriffen, dann wird das Menü so schwer, dass du es nicht mehr hochheben kannst. Du willst Fortschritt, du willst Ruhm, dann bring mir die Sachen, lass mich nicht hängen. Liefere 4 vergessene Fossilien. Was zum Teufel wird der kochen? Und der 5er Bro. Wie bitte? Du hast mich murmeln gehört? Ja, der Koch hat mich gebeten, für die Zutaten zu besorgen. Hieß der über 5er Bro? Ich kann mich nicht daran erinnern, mich über den Namen lustig gemacht zu haben. Und ich würde mich über so einen Namen wahrscheinlich eigentlich immer lustig machen. Vielleicht habe ich den einfach nie gelesen. Also nur 5er oder so, aber... Aber ich muss doch noch so viel essen. Wow, meinst du das ernst? Du ziehst los und besorgst sie für mich? Viel Glück.
Oh, danke, du bist meine letzte Rüstung. Wir Fünfer müssen einander helfen, was? Hier sind die Details. Viel Glück. Hey, es ist nicht gesund, sich nur von Fleisch zu ernähren. Lass mal... iss mal etwas Gemüse. Probier das mal, der Geschmack wird dich umhauen. Gyros Reißzahn. Belohnung millionenfacher Kohl. Okay. Weil wir einen Zahn abliefern. So. Okay, wir können hier auf hochrangig wechseln. Also es scheinen tatsächlich keine weiteren Gebiete da zu sein. Das kommt mir unwahrscheinlich vor. Was sind wir jetzt auf... Okay, das was leuchtet ist das, das aktiv ist. Ah, das aktive, ja. Ich nehme an, wir schalten weitere Gebiete frei, wenn wir die Fragezeichen Ratian-Spuren fertig gesucht haben. Und darum werden wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge kümmern. Ich werde mir offscreen nochmal die Ausrüstung angucken, die wir machen können. Und dann werde ich entscheiden, wie genau ich weiter vorgehe. Eventuell farme ich auch offscreen noch ein paar Korallendinger und gucke mir da die entsprechende Klinge an. Mal sehen. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.